Werden wir jetzt erstmal den Event-Boss machen. Wir müssen in der Reihenfolge hier den roten, also den ersten Boss auf Rot töten, dann auf Blau, dann auf, naja, Orange, Braun so, dann auf Grün und dann auf Lila. So. So, das können wir eigentlich auch auf Fluch 3 probieren. Was ist denn jetzt schon wieder nicht an? Hä? 12. Ah, hier schon wieder nicht an. Das Problem ist, für die Herausforderung müssen wir mit ihnen sowieso einmal besiegen. Und dann einmal mit 25 Intensität. Und einmal mit 5, ne, warte, 35 waren es, glaube ich. Ich guck mal. Mit Fluchintensität. Was war's denn? Mit 34er Fluchintensität. Das können wir jetzt sowieso noch nicht machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir werden erstmal den Event-Boss an für sich machen. Das geht nur auf der Ice-Map. Und wir müssen die hier drinnen töten, die Bosse. Den ersten müssen wir hier töten, das heißt, wir gehen hier in die Ecke. Töten erstmal alles. Und wenn der Boss kommt, gehen wir mit dem da hoch. Und müssen hoffen, dass er da drinnen stirbt. Und dann, wenn wir das haben am Ende, ist hier ein Portal, das dann aktiviert wird, wenn alle Bosse da gestorben sind, wo sie sollen. Hoffentlich kriegen wir jetzt bessere Fähigkeiten als zur Auswahl. Das wäre ja schon mal sehr schön. Oder zumindest früher. Und nein, kriegen wir nicht, weil warum auch? Blutrausch. Immerhin mussten wir nur einmal neu rollen und haben was bekommen. Das ist ja schon mal cool. Oh, da kommen die Elite-Gegner. Machen wir mal das hier. Schwäche. Also bis wir die runtergekloppt haben, das dauert aber. So, so, so. Und das, der Event-Boss geht auch wirklich nur auf dieser einen Map hier. Der Weihnachts-Yeti. Oh ja, wir machen mal das hier. Nehmen wir giftig und stellen uns mal irgendwie weiter weg. Denn Elite ist sehr schwierig, da auf diesem kleinen Raum zu kämpfen. Ah, müssen wir echt jedes Mal einmal. Oh nein, nein. Da. Schadenserhöhung direkt. Mehrfachwirkung. Erfahrungspunkte einsammeln. Wir können leider nicht neu rollen. So. Ja, wir nehmen einmal Beomut mit. Da war ja noch eben volles Leben hatten, hat sich das gerechnet gut. Und einmal Magnet sollten wir irgendwann mal mitnehmen, wenn wir ihn bekommen. Oh, ich hänge an der Wand. Oh nee.
Brauchen wir alles nicht. Also einige Male hat man super Glück und dann wieder gar nicht. Aber so macht es das auch anspruchsvoll. Also Schwäche mit. So. Da sind die Bosse. Die müssen hier hin und da sterben. Hoffentlich wenigstens einer von beiden würde reichen. Ja, dein scheiß Laserbeam hier. Wir töten erstmal den einen. Ja, davon brauchen wir gar nichts. Was das? So, der kann jetzt ruhig mal. So, da ist er. Oh Gott, er ist tot umgefallen. Aber es hat sich rot aktiviert. Keine Ahnung, warum jetzt auf einmal instant tot umgefallen ist. Aber wir hatten Glück. Das hier ist jetzt rot aktiviert. Gucken, der andere ist ja da scheinbar tot umgefallen. Brauchen wir gar nichts. Aber das. Jetzt können wir ein bisschen die ganz normal bekämpfen. Und dann müssen wir uns auf zum nächsten Portal machen. Oder Rune. Beziehungsweise Runenkreis. Nochmal gnadenlos. Das da. Machen wir das. Das. Effektiven Bereich, aber wir hätten auch gerade Magnet mitnehmen können. Ja, wir gehen mal jetzt. Müssen mal gucken, zu welchem müssen wir jetzt. Wir müssen jetzt zu Blau. Ich glaube, der war ganz links. Davon brauchen wir nichts. War das? Da ist der Grüne. Ah, und hier ist der Blaue. Genau. Wie weit ist die Ecke entfernt? Oh, geht. Muss ja nur einer der beiden Bosse da drin sterben. Zum Glück. Sonst wäre noch schwieriger, die da hinzukriegen. So. Hier Unterwerfung. Direkt das hier austauschen. Längere Dauer. So. Gleiches Bosszeit. Nein, Leviathan, hier bin ich nicht. Ja, ich muss mal unsere Effekte runterstellen hier. So, da ist die letzte Fähigkeit, die wir wollen. So. Ja, komm mal, einer von beiden sollte mal. Oh, da ist er im Kreis. Hat sich jetzt aktiviert. Gott. Erst manchmal wollen die überhaupt nicht tot umfallen und jetzt auf einmal. So, schnell gucken. Hm. Ja, oder auch nicht schnell gucken. Ja. Herrgott. Ja, hat sich aktiviert, aber die andere. Ja, okay. Keine Ahnung, ist jetzt tot oder nicht? Also. So.
Also keine Ahnung, warum die jetzt so schnell tot waren. Freut uns natürlich, aber... So, welcher ist eigentlich... Also wir brauchen Giftbomben-Upgrades hier. Immer gar nicht. So, welche Farbe müssen wir jetzt? Könnte sich das ja eigentlich auch mal merken, ne? Oh, dieses gelb-orange. Gelb-orange, gelb-orange, was ist der denn? Ja, wir haben ja noch kurz Zeit, den zu finden. Gelb-orange. Ah, hier ist er. Dann bleiben wir direkt hier stehen. Müssen dann nur wieder darauf achten, dass auch einer der Bosse wirklich auf diesem Kreis steht. Nein, oh, ich hänge am Baum, ich hänge an dem. Boah, diese mit den Explosionsfächern, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, immer schön hier bei der richtigen Farbe bleiben. Weil sonst müssten wir das nochmal probieren. So, davon wollen wir ja nichts. Dann nehmen wir mal das. Das erhöhen. Oh Gott. Da. So. Nein. Ja, komm. Oh nee, das ist der Drehheini. Ich könnte kotzen. So. Also, keine Ahnung, warum beide auf einmal schon wieder tot sind. Aber, naja, so. Hab's vergessen. Wo müssen wir jetzt hin? Gedächtnis wie ein Sieb. Oh ja. Fingerabdrucksensor am Arsch, ey. So, grün und dann lila. Ja, das werden wir ja wohl hinkriegen. Grün und dann lila. Ne, da ist rot. Och Mist. Da ist grün. Dann ist lila links oben. Ja, dann können wir uns ja hier in die Ecke stellen eigentlich. So. Schön immer in einem Kreis laufen. Mehr oder weniger. Also diese Runde läuft mit dem aber sehr gut, finde ich. Wir haben auch nur diesmal nach vorne gerichtete Angriffe, also beziehungsweise die eine geht auch direkt nach hinten. Nur den Giftnebel haben wir als Flächeneffekt. Wir nehmen mal das hier. Also sehr gut mit den Fähigkeiten, die wir jetzt benutzen. Nehmen wir das. Weil so schlagen wir sie, also halten wir sie auch zurück, unsere Gegner. Oh, da ist ein Boss, schnell da rüber. Ja, komm, nee. Ey, was denn jetzt? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ja, einer der Bosse muss irgendwie hier hin. Oh, da ist er. Ja, ich kann... Alter, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ah, einer ist tot. Boah, was soll denn das?
Ja, also an Weihnachten online was spielen sollen, ganz für sich. Boah, was zum Henker. Also ist ja irgendwie krass, macht's schwerer, aber trotzdem. So, wir müssen jetzt mal da hoch zu dem anderen. Und dann, wenn alles geklappt hat, müsste sich das Portal dann aktivieren. Wenn es sich nicht aktiviert, hat es natürlich nicht geklappt, logischerweise. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht gleich ein Standbild haben. Oder es ist mein blödes Internet. Das spackt jetzt über Weihnachten ab. Und natürlich arbeitet beim Service Center keiner. Nämlich ist asoziales WLAN in Deutschland. Also nicht WLAN. Internet über Leitung meine ich. DSL. So. Also die hier sind hartnäckig, die ganzen Gegner. Aber die Bosse? Ja, zack, tot. Keine Ahnung. Nein. Dämlicher Baum. Na, einen Baum hingestellt. So, Giftwolke erhöhen. Ist immer gut. So, gleich kommen die Bosse. Müssen wir aufpassen, dass wir sie hier schön wieder hinkriegen. Die müssten ja in der Nähe auch auftauchen. Nö. So. Oh, der Eisfatzke, geil. Den töten wir einfach direkt. So, und hier Flammenheini, komm mit. So. Hat sich aktiviert. Und nehmen wir das noch mit. So. Ah, wir sehen. Ja gut, seht ihr jetzt nicht, sitze ich doch vor. Nee, doch, sieht man hinter mir. So ein grünes Portalzeichen. Das hier ist das Eventportal. Und jetzt müssten wir direkt zu dem. Ist natürlich nirgends jetzt noch ein Kristall in der Nähe, ne? War ja klar. Jetzt kommen wir zu dem Weihnachtsboss. Also richtig cool, dass sich die Mühe gemacht haben, sowas einzufügen. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Oh, er hat eine Aura. Davon sollten wir lieber entfernt bleiben. Weil besser ist. Nein, ich häng. Oh Gott. Nein, nein. Also ich bleibe echt andauernd irgendwo hängen. Nö. Zum Glück hilft unser Gift uns. Nee. Die Aura macht uns echt Schaden. Das ist nicht so schön. Sehr ärgerlich, wenn wir sterben.
Was zum Henker? Oh, gut. Oh. Ich dachte, wir haben es verkackt. So. Ha! Wir haben ihn besiegt. So. Also, wir sind jetzt auch Level 20 mit dem Attentäter. So, jetzt haben wir freigeschaltet. Mal gucken. Da, 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 da. So, mal gucken, wo wir das haben. Da. Eliminiere Bumble, der Abscheuliche. Überraschungsgeschenk. Und dann gibt es noch zwei weitere. Die müssen hier auch irgendwo sein. Wenn man sie finden würde. Ah, oder natürlich kann auch sein, dass sie jetzt noch gar nicht auftauchen. Weil die ja Geheimnis sind, also Geheimgeschenke. Ja, die tauchen noch gar nicht auf. Aber cool, eins der drei haben wir schon. Das andere kriegt ihr, wenn ihr 25 Fluchintensität habt und das dritte bei 34 Fluchintensität. Und wir können mal gucken. Hinterlasse ein dauerhaftes Geschenk auf dem Boden, das sich öffnet, wenn ein Feind darauf tritt. Es verursacht 600 Schaden für Feinde in der Nähe und feuert 6 Bomben ab, die beim Aufprall zerplatzen, jeweils 400 Schaden verursachen und Lähmung anwenden. Ja, das ist doch cool. Ah, direkt erst Versuch gewesen und haben sogar alles aktiviert bekommen. Gut.